Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Fett Spielen. Mein Name ist Dennis und ich spiele für euch heute eins meiner Lieblings-Flash-Games auf unserer Seite. Ich spiele für euch Give Up, unterlegt von dieser wunderbaren Metal-Musik im Hintergrund. Give Up fängt relativ leicht an, aber es wird richtig knackig. Ich habe es selber noch nicht geschafft. Ich wollte euch auch mal so ein bisschen zeigen, was wir sonst so machen. Ihr kennt uns ja hauptsächlich auch über unseren YouTube-Kanal. Natürlich haben wir noch eine Seite, und zwar fettspielen.de, auf der wir Spiele wie Give Up oder das von Tim zuvor gespielte Shotgun vs. Zombies euch zugänglich machen. Und die besten, die Klassiker sozusagen, die zeigen wir euch jetzt. Unsere Editor's Choice sozusagen. Und jetzt geht's auch gleich los. Und das Ganze hat eine ganz simple Grafik. Man ist nur dieses kleine Männchen hier. Und es fängt relativ leicht an. Ich meine, ich laufe jetzt zu dieser Tür. Oh, ich hab's geschafft. So, und das wird jetzt... Dieses Level, in dem wir hier sind, das wird immer schwerer. Das baut sich nur nach und nach auf. Ich mach mal hier die Maus aus dem Bildschirm. So, jetzt geht's hier weiter. Gut, das kriegen wir auch noch hin. Jetzt haben wir den Double Jump freigeschaltet. Noch ist es wirklich nicht schwer. Beides schon. Ja, kaum sage ich, ist es nicht schwer, falle ich runter. Noch kann man immer nicht sterben. Und man wird sehr oft sterben. Ah, so. Give up. Der blaue Knopf die ganze Zeit unten ist halt richtig fies. Weil man hat sich sozusagen geschworen, ihn niemals zu drücken. Weil wer gibt schon auf bei so einem popligen Flash-Spiel und dann geht. Kommen aber nachher die schwereren Levels. Ich. Oh nein. Ah, ich habe es schon ein paar Mal gespielt. Aber so ab Level 10, glaube ich, wird es richtig, richtig hart. Ihr könnt es ja mal zu Hause dann ausprobieren. Und auf unserer schönen Seite einfach mal Give Up suchen oder hier rechts einfach draufdrücken. Das ist so ein kleiner Service von uns. Einfach auf Spielen drücken. Da kommt ihr auf Fett Spielen, direkt auf das Spiel. Wenn ihr oben auf Fett Spielen drückt, kommt ihr direkt auf unsere Seite. Und, oh, ja, hier ist es. Das erste Mal gestorben. Gut. Noch krieg ich's hin. Jetzt ist ja halt alles voll mit diesen fiesen Spikes, aber denen bin ich jetzt noch ganz gut ausgewichen. Hier. Jetzt gibt's noch Kanonen. Das ist so, oh, das ist das Level. Indem es losgeht. So, ich warte jetzt, bis der geschossen hat und dann gehe ich erst los und ja, ich bin ihm ausgewichen. Und jetzt geht's hier drauf. Es wird immer schwerer. Dieses Level, was ihr jetzt seht, das ist so das Grundlevel. Und, beziehungsweise ist eigentlich dasselbe Level wie ganz am Anfang. Und es kommt einfach immer mehr von diesem Zeug dazu. Hier diese Kanone und jetzt noch eine Kanone und... Huhu, da bin ich durch und jetzt ist direkt am Anfang eine, die ist eigentlich die fieseste. Die schießt einen so oft ab zu Beginn. Aber ich kenne das Level. Na, oh. Jetzt, das ist richtig hart. Jetzt ist der Boden unter den Füßen einfach direkt zu Beginn weg. Ah, aber geschafft. Es ist einfach grausam. Man schafft es eigentlich nie, wenn das neue Level startet, direkt nicht zu sterben. Ich zumindest nicht. Jetzt muss ich wieder warten, bis er schießt. Ihr dürft mir jetzt noch ein bisschen hier beim Failen zugucken. Wow, 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 wow. Nein, nein. Okay, ich höre schon auf. Ihr wisst doch in etwa, um was es geht. Ihr wollt mir jetzt auch sicherlich nicht weiterhin zugucken beim Sterben und Schreien. Der Bildschirm ist schon ganz schön blutverschmiert. Bei den späteren Levels wird es noch viel, viel schwerer. Es ist ja erst Floor 15. Jetzt muss ich es einfach nochmal probieren. Man kann... Warte, das ist ja jetzt Glück. Jetzt ist da... Ah, der Boden ist noch da. Ihr könnt mir gerne in die Comments schreiben, wie weit ihr gekommen seid. Das könnt ihr so... Oh. Das könnt ihr so als kleinen Ansporn sehen. Besser zu sein als ich in meinen 4 Minuten, die ich jetzt spiele. Aber es sollte ja nur ein ganz kurzer Einblick sein. Ich will euch ja keinen Walkthrough geben. Das könnt ihr natürlich auch einfach hier unten drücken, wenn ihr das wollt. Aber ich empfehle euch, es selber auszuprobieren. Es macht einen richtig Spaß. Ich bin jetzt erst bei 37%.
Das heißt, es sind in etwa nochmal dreimal so viele Levels. Also wahrscheinlich irgendwie 45 Levels oder so. Ich habe jetzt keine Lust, das auszurechnen. Und wenn das so weitergeht mit der Schwierigkeit, dann wird es doch wirklich knackig. Ich wünsche euch viel Spaß damit und auch weiterhin viel Spaß mit unserer Let's Play-Reihe. Das war's jetzt erstmal. Ich bin Dennis von Fatspiel.